Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Endlos, weil egal wie lange ihr das schon macht, jedes Mal ist neu. Nicht-Einführung, weil es gibt da nicht viel einzuführen. Es ist immer wieder ein Zurückkommen. Immer wieder ein Zurückkommen, immer wieder ein Zurückkommen. In der Meditation und in unseren Übungen. Darum fangen wir auch mit dem Rumsitzen an. Schließt eure Augen, weil das Thema bezieht sich immer auf eure eigene Praxis. Es ist also nicht gelöst von dem stillen Sitzen mit geschlossenen Augen. Ihr könnt sitzen, wie ihr wollt, so wie es für euch normal ist, aufrecht, frei atmend. Das wäre gut. Wir sitzen jetzt maximal 10 Minuten. Könnt, wenn ihr das heute wollt, sucht ihr euch das aus. Dann geht ihr von den Fußsohlen durch den ganzen Körper. Also achtet auf euren Körper, ohne von ihm etwas zu wollen. Ja. Und wenn ihr quasi jetzt die gesamten 10 Minuten nur damit verbringen mögt, ist das richtig und gut. Für unser heutiges Thema wäre es auch gut. Ich habe überall stehen und ich sage das immer wieder, aufmerksam, freundlich und gelassen. Heute auf diese Freundlichkeit zu achten. Das innere Lächeln. Kann das, darf das, entsteht es von selber. Auf den Körper, wie er da atmet. Und zudem darauf achten, wo ihr, wenn es denn entsteht, dieses innere Lächeln fühlen könnt. Wo das herkommt. Wir haben die Augen geschlossen, damit wir davon nicht abgelenkt sind.
wieder zurück zum Hier, Jetzt, zum Körper, wie er da atmet, zur Freundlichkeit, zum Lächeln. Eurer eigenen langsamen Atemzyklen. Sich selber nochmal ins Nichts fragen, wie war das eben, einfach ohne irgendwelche Monologe. Langsam die Augen öffnen. Also dieses Fragen zum Schluss ins Nichts ist erstmal schwierig, da keine großen Bewertungen und so zu machen, sondern wirklich mal, obwohl man ja eine Pause geübt hat, eben nochmal eine Pause zu machen mit dieser Frage, weil da lernt man ziemlich schnell, wenn man so will, weiterzukommen in der eigenen Meditation. Weiterkommen gibt es leider so nicht, eigentlich eher ins auf den Punkt, immer mehr hier, immer mehr jetzt, immer mehr Lächeln. Vielleicht merkt ihr, dass das wichtig ist. Also bevor jetzt ein Thema kommt, selber eine kleine Meditation zu machen, ist ungeheuer wichtig. Dass man weiß, in welchem Zusammenhang das, was ich jetzt sage, zu verstehen ist. Also deswegen nicht irgendwo hin surfen, YouTube-mäßig sich so einen Mini-Vortrag anhören und dann ist gut,
das, was wir eben gemacht haben, ist wichtiger als das, worüber ich jetzt rede. Nicht wirklich, weil es geht um Weisheit und es geht um Liebe. Wie ihr vielleicht wisst, machen die, die schon länger dabei sind, jeden Abend um 18.30 Uhr ein gemeinsames, stilles Sitzen online. Und jeden Freitag bearbeite ich grob ein Thema. Und wir sind jetzt, glaube ich, zur dritten Woche an dem Thema Weisheit. Und mich selber hatte das interessiert, ob die Beschreibung von Weisheit durch alle Fachbereiche, also Psychologie, Sozialpsychologie, Philosophie, Religionen, alle, ob das nicht gleich ist, ist gleich. Also die Grundsätze sind die gleichen. Und die nächste Frage war, die mir aufging, ist nicht Weisheit und Liebe das Gleiche? Rein aus der Meditationserfahrung, dass das aus der gleichen Richtung wie das innere Lächeln kommt, wo auch eben wirklich sehr weise Entscheidungen quasi aus dem Nichts kommen. Und nach dem, was ich rausfinden konnte, das stimmt. Weisheit und Liebe sind in den Grundbeschreibungen, in den Grundaspekten das Gleiche. Das wirft natürlich mehrere Fragen auf, aber dass wirklich diese Richtung die gleiche ist. Sofern man Weisheit und Liebe erstrebenswert findet, ist das, was wir hier machen, auf jeden Fall nach allem, was ich weiß, die beste Übung. Zuerst Körper und Geist von selber zur Ruhe kommen lassen. Eins der Themen, eins der Grundsätze für Weisheit und für Liebe ist Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis gehört zu unserer Meditation zumindest dazu. Also zu dem Großteil der buddhistischen Meditationen ebenfalls. Also nicht nur Ruhe, nicht nur Metta und nicht nur Mindfulness. Ohne Selbsterkenntnis ist dieses Mindfulness auch schwebt in der Luft. Alle drei müssen zusammenkommen und eben darüber lernen, was der inneren Ruhe geistig und körperlich im Wege steht. Und das ist dann Selbsterkenntnis. Ohne was zu forcieren, einfach weise zu lernen. Empathie und Mitgefühl ist ein Thema. Mitgefühl ist klar. Also im Buddhismus ist das klar, ja, weil das Brahma-Viharas sind Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut. Das sind die Brahma-Viharas, also die endlos zu Pflegenden. Und wenn Liebe und Weisheit das Gleiche ist, wird jetzt erst für mich quasi klar, warum die Weisheit in diesem Vier nicht extra noch zusätzlich erwähnt wird, weil es das Gleiche ist. Weisheit und Liebe, Liebe und Weisheit. Unvoreingenommenheit und Offenheit, das ist schwer. Das sind die Punkte, die Weisheit und Liebe beschreiben. Also nichts verlangen. Nicht, ich habe dich lieb, weil ich dann irgendwas kriege und wenn ich das dann nicht mehr kriege, habe ich dich nicht mehr lieb. Also kein Deal. Offenheit. Ich mache das, wenn es dir gut tut, auch wenn es mir nicht zugute kommt. Zum Beispiel. Aber Offenheit beinhaltet eben auch
einen Blickwinkel einzuüben, der über die eigenen Vorteile, über die eigene Existenz, also wirklich über die Vorteile, als auch die zeitliche Begrenzung des eigenen Lebens hinausgehende Perspektive, also dass man mehr bedenkt und dann zu einfachen Lösungen kommt. Ethik und moralisches Handeln, das hat für mich mehr was mit dem Selbsterkenntnisaspekt zu tun und dem Lernen und natürlich mit dem Mitgefühl und Voreingenommenheit und Offenheit. Weil wir wissen das, Ethik und moralisches Handeln ist ganz besonders dann schädlich, wenn man das anderen vorschreibt, wie die zu sein haben. Und lebenslange Lernbereitschaft. Das ist bei uns quasi im Sitzen oder auch in Bewegung. Jeder Moment ist neu. Wenn sich äußere Lebensbedingungen verändern, die ich nicht beeinflussen kann. Klimawandel bis Bevölkerungsveränderung, bis zu Unternehmensbereichen, die jetzt nicht mehr gebraucht werden, andere schon. Muss ich vielleicht meinen Job ändern, mein ganzes Unternehmen verändern oder eines schließen und ein neues aufmachen. Also Umwälzungen, das gehört mit zum lebenslangen Lernen. Und das eben als etwas Positives zu sehen. Ich weiß, das fällt schwer. Aber je länger ihr diese Praxis macht, dieses stillen Sitzens, es ist für mich wie ein Kalibrieren zum eigenen, zur eigenen Quelle zurückkommen, um dann wieder mit Flexibilität, mit Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit in den Tag unvoreingenommen zu gehen. So viel des heutigen Geschwafels muss auch mal sein. Weil es lässt sich leider nicht so zielgerichtet vermitteln. Es ist nicht einfach A führt zu B. Das habe ich schon mal gesagt, das ist mehr kaleidoskopisch, mehr wie eine spiralförmige Näherung und Voranschreiten. Für manche Leute ist das nichts. Die müssen Lehrpläne A nach B haben. Führt hier zu keinem sinnvollen Vorgehen. In diesem Sinn. Habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt.